Hallo Freunde, heute möchte ich mich vorweg einmal persönlich bedanken für über 11.000 Abonnenten. Allen, die uns nette Kommentare schicken, können wir versichern, dass wir versuchen, so viel davon zu lesen und zu bewerten. Leider gelingt das nicht immer. Wie ihr sicher bemerkt habt, haben wir trotz des Ernstes der Lage eine positive Sicht auf die Entwicklung hier im Lande und weltweit. Die kleinen und großen Dinge, die dafür sprechen, versuchen wir immer wieder hervorzuheben. Das soll auch weiterhin so bleiben. Also noch einmal herzlichen Dank und bitte bleibt uns treu. So, nun aber doch noch ein paar kleine gute Nachrichten zur Nacht. Die Bombendrohung, die gestern den Pariser Eiffelturm betraf, stellte sich als ungefährlich heraus. Die Pandemie forderte glücklicherweise bisher doch weniger Opfer als von offizieller Seite befürchtet. US-Senator Mitt Romney von den Republikanern, der im Impeachment-Verfahren gegen Trump noch gegen diesen gestimmt hat, kündigte an, dass er bei der anstehenden Wahl des obersten Richters auf Seiten des Präsidenten sein wird. Präsident Trump kündigte bei seiner Ansprache an die UN-Vollversammlung an, dass die Pandemie bald beendet werden könne. Hierfür drücken wir die Daumen. In den USA wurden gestern 85 Kinder von Bundesagenten aus den Händen von Menschenhändlern befreit. Eine von vielen erfreulichen Meldungen zu diesem Thema in letzter Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen hoch verbreiten, die Glocke betätigen, damit ihr nichts verpasst und abonnieren. Freunde, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.